Schnee, das weiße Wunder. So heißt diese Ausstellung. Aber wäre das große Schmelzen nicht viel treffender? Das Klima wird immer wärmer, die Gletscher ziehen sich zurück. Die Wintersaison ist um 37 Tage kürzer als noch vor 50 Jahren. Ob unsere Enkelkinder noch das Vergnügen haben werden, einen Tagesausflug in den Schnee zu machen? Ich weiß es nicht. Aber wenn sie das nötige Kleingeld für Heliskiing aufbringen oder wenn sie auf Kunstschnee zurückgreifen, könnte das schon noch klappen. Auch wenn diese zwei Alternativen ziemlich viel Energie verpulvern und auch keine Lösung auf die Klimafrage bieten. Es zeigt aber, in was für einer Zwickmühle wir uns befinden. Seitdem wir im großen Stil fossile Brennträger ausbeuten und verbrennen, haben wir unser Handeln eng mit der Klimageschichte verwoben. Heute haben wir eine Verantwortung auch für die Geschichte des Schnees. Wie wollen wir sie weiterschreiben? Ich weiß es nicht. Und Sie?